Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Fans Grill Barbecue. Heute mal cool, wir machen heute frittierte oder Deep Fried, kann man nennen, wie man will, Steak Fingers. Und wie man die macht und wie die schmecken, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, frittieren, das sind neue Grillen, hätte ich fast gesagt. Aber ich zeige euch gleich, wie wir das auf dem Kasan machen. Das ist eine total geile Nummer, weil richtige Außenfritteuse gibt es in Deutschland nicht. Deshalb nehme ich immer so einen Utschak und einen Kasan und das ist mega geil. Aber wir brauchen nicht nur Hardware, sondern wir brauchen auch ein bisschen Software. In dem Fall habe ich jetzt hier ein schönes Entrecot liegen. 2,5 Kilo, wir werden wahrscheinlich bloß die Hälfte brauchen. Dann brauchen wir so 2 Esslöffel Magic Spice, 300 bis 500 Milliliter Buttermilch. Und Buttermilch ist wie mit Bier. Da muss man immer kosten. Und als Kind habe ich das Zeug gehasst. Und das liebe ich das. Das holt meine osteuropäische Seele vollkommen ab. Mega geil. Hier vorne lächelt uns Panko-Mehl an. Das ist ein Paniermehl. Super lecker. Was hier ist ganz besonders, ist Mehl. Nicht super lecker, ist halt Mehl. Und hier vorne sind 5 Eier einfach mal kurz verquirlt. Dann habe ich hier noch ein Schüsselchen. Ganz wichtig wäre sowas eine Schaumkelle. Ich habe tatsächlich keine größere gefunden. Muss mich beim Asiamarkt auf der Suche machen nach einer ordentlichen Schaumkelle. Die ist ein bisschen lächerlich, aber naja, die ist wie sie ist. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und Brett. Guck mal hier, wunderschön unser Entrecot. Jetzt gucken wir, was hier fest ist und was nicht fest ist. So, was hier nicht fest ist. Siehst du das hier? Das kann weg. Das nehmen wir jetzt für die Stelle nicht, weil haben wir bloß serriert ihr Dönse dran. Genau genommen ist der Ribcap. Und den lösen wir mal ganz kurz aus hier. Zack. Den können wir uns separat nochmal von der Sehne hier unten befreien und zur Seite weggrillen. Super leckeres Stück Fleisch. Uns interessiert der Kern hier, der praktisch von hier vorne zu so einem Roastbeef wächst und hier hinten so, naja, irgendwo in dem Hals verschwindet. Und hier hast du oben drauf immer noch so eine Sehne. Siehst du die hier? Und da stiche ich einfach mit dem Messer mal ordentlich in. So, und schnell so ein bisschen gegen, in die Richtung. Festhalten. Und in die Richtung grob wegschneiden. Ihr kennt das Spiel schon, lieber ein bisschen mehr Fleisch wegschneiden als nachher Sehne am Fleisch. Die braucht gerade bei dem frittierten Zeug kein Mensch. Von daher weg damit. Und jetzt wichtig, immer mit Stil entsorgen. Und jetzt schneiden wir einfach hier so fingergroße Stücken runter und die sind schon okay. Also man könnte sie noch halbieren, da wären sie mir aber schon ein bisschen zu dünn. Also ich finde, die gelten immer noch als Fingers. Hier hinten ist es ein bisschen dicker, ich zeige euch das mal exemplarisch. Wenn du da runter schneidest, hier macht es tatsächlich Sinn, die Dinger nochmal zu halbieren. Dann hast du auch so eine schönen Stücken. Und das machen wir jetzt einfach. Du merkst schon, wie das Messer durchgleitet. Das ist halt super zartes Fleisch. Herrlich. Ist in dem Fall aus Uruguay, also indianisch besonders. Damals habe ich mir dann bei der Aktion, wo der Gastwirt wegen Covid-19 nichts mehr verkaufen konnte, bei ihm rausgekauft. Und das ist jetzt für so eine Aktion genau richtig. Und schneiden wir mal hier so die Hälfte auf, würde ich sagen. So, dann geben wir die hier in eine Schüssel. Ein großer Schluck Buttermilch oben drauf. Und da oben drauf 1-2 Esslöffel Magic Spice, ungefähr so. Und jetzt vermischen wir das mit einer schönen Würze und die Buttermilch überall hier an das Fleisch rankommen. Dann wird das durchgemischt haben, stellen wir die einfach mal für Viertelstunde, 20 Minuten zur Seite, dass sich schön die gute Buttermilch und die Würze schön in das Fleisch einziehen können. Herrlich ist das. Was wir schon ewig nicht mehr hatten, ist eine Technikminute und die werfen wir mal ein und gucken uns mal, was wir hier haben. Und zwar habe ich hier einen Utschak heißt ein Unterteil, wenn ich es richtig ausspreche, oben heißt Kasan. Kommt aus dem Kaukasus, aber nicht nur von da, also eigentlich im gesamten Bereich, ich würde mal sagen, von der weißrussischen Grenze bis kurz vor der Mongolei werden die Dinger verwendet. Und zwar hast du unten so einen kleinen Ofen, einen kleinen Kanonenofen, hier siehst du. Da habe ich jetzt meine Kohlen drin, um ein schönes Glutbett drin zu haben. Kannst du die Dinger bloß mit Holz betreiben und ein bisschen Holz. Oben drauf haben wir jetzt ein bisschen Holz geschmissen, dass richtig schnell der Dampf hier reinkommt und unseren Kasan befeuert. Und der Kasan ist dieses Gerät hier oben drauf, das ist ein 22 Liter Kasan. Und das ist praktisch so in der Konstellation eine Mischung zwischen Dutch-Ofen, Wok und Gulaschkanone. Also eierlegende Wollmilchsau. Kriegt man unterdessen auch in Deutschland, aber ich habe es bis jetzt nur online gefunden. Ich verlinke euch das mir unten drunter, kostet also kein Vermögen, ich glaube 120 Euro der Topf und 250 bis 300 Euro irgendwo der Utschak hier unten drunter. Was ich gemacht habe, ich habe mir noch auf Steine gestellt. Liegt daran, ich bin nicht nur breit, ich bin auch hoch und da hilft mir das so ein bisschen. Und hier ist noch so eine kleine Steuerung dran, aber das ist Quatsch, einfach Feuer ist drin. Und hier ist jetzt unser Frittieröl drin.
Und das lassen wir jetzt auf 170, 175 Grad heiß werden. Dann kontrolliere ich mal hin und wieder mit dem Einstichthermometer, also die ganzen Küchenthermometer, was man so hat. Und da kann man super frittieren. Achso, der Vollständigkeit halber, da ist auch immer ein großer Deckel mit dabei, sowas hier. Und mega. Guck mal, durchgezogen sind sie, oder? Schön. Wälzen wir jetzt eben mal in Mehl, also im Prinzip eine klassische Panieren, was wir jetzt machen. Das Mehl hält natürlich sehr gut, weil wir jetzt da draußen die Buttermilch dran haben. Dann ziehen wir das eben mal durchs Ei durch. Und zack. Kurz abschlagen. Dann immer durchs Panko und zur Seite legen. Und das machen wir praktisch mit den anderen Stücken hier hoch. Und dann können wir frittieren. Und die Katze hat sich schon am Grill eingefunden. Und hier ein sehr, sehr langer Steakfinger. Der wandert jetzt hier mal schön ins Öl. Und der dazu packt nicht gleich den gesamten Topf voll mit Fleisch, weil er natürlich das Öl abkühlt. Und dann ja, den Grillergebnis bzw. den Frittierergebnis versaut. Die Frittierzeit sind ungefähr 7 Minuten. Guck mal, super schnell. Mega, oder? Mal herrlich sehen die aus, oder? Wir haben jetzt noch richtig viel hier drin, weil uns die Temperatur ein bisschen hochgeschossen ist. Und dann können wir mit mehr Fleisch drin die Sache ein bisschen abkühlen. Herrlich. Schönes Essen. Wenn sie schön braun sind, dann kommen sie auch sofort raus. Herrlich. Man soll ja mit dem Finger nicht auf andere Leute zeigen. Ich mache das aber mit dem Steakfinger. Also, ich würde sagen, Kentucky Fried Steak ist erfüllt. Und ich ditch mal ein hier in so eine Mayo mit meiner Westernsoße. Und ja, was soll ich sagen? Wer packt Toastbein? Schön. Steak in Knusperpanade und das alles zum als Fingerfood in der Hand essen. Ich mache jetzt für uns noch Folgendes. Ich schmeiße jetzt noch zwei Hände Pommes in den Kasan drin. Da haben wir dann richtig Steakfinger Pommes Party. Und was bleibt mir anderes übrig, als euch anzustiften, sowas nochmal zu machen. Wenn ihr jetzt keinen Kasan habt, macht das halt auf dem Topf, auf dem Herd, in der Fritteuse oder gibt es tausend Varianten. Wobei ich muss sagen, ich bin so ein bisschen angefixt von der Nummer, weil man halt mit Holz heizt und so schön urig draußen frittieren kann, ohne jetzt auf Strom angewiesen zu sein und irgendwie mit der Temperatursteuerung einfach bloß einzustellen, sondern das macht irgendwie, hat so ein bisschen Herausforderungen und schmecken tut sehr lecker. Also sowohl die Zubereitung als auch das Ergebnis freut mich sehr, wenn es euch auch freut. Daumen nach oben da lassen, wohl einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Lecker.